Keine Angst, das wird kein Golfvlog. Ganz im Gegenteil. Hillesheim ist ein richtig schönes, schnuckliges Städtchen in der Eifel. So, im Hintergrund seht ihr das Grimmy Hotel. Da ist er im Hintergrund. Alte Stadtmauer von Hillesheim. Und sitzt sozusagen im Orient Express. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Neuer Vlog-Tag. Heute frei, Mittwoch. Schönes Wetter. Und ich bin auf dem Weg nach Hillesheim zum Golfclub Eifel. Keine Angst, das wird kein Golfvlog. Ganz im Gegenteil. Hillesheim ist ein richtig schönes, schnuckliges Städtchen in der Eifel. Die Eifel an sich ist sowieso super geil und schön. Und ich bin jetzt mal 2 Stunden früher gefahren. Das heißt, ich werde mit euch schön einen kleinen Walk durch die City machen. Die haben eine alte Stadtmauer, die haben einen alten Stadtkern und die sind bekannt dafür, dass sie die Krimi-Hauptstadt der Eifel sind. Und das heißt, da gibt es ein Krimi-Café und ein Krimi-Hotel. Und da werde ich sicherlich mal einen Kaffee trinken, denn die berühmt-berüchtigten Eifel-Krimis, die kommen ganz aus der Nähe von Hillesheim, aus Berndorf sozusagen. Jack Berndorf, ein Synonym eines Autors, der die Eifel-Krimis geschrieben hat, kann ich nur weiterempfehlen. Die Krimis sind genial und wenn man in der Gegend wohnt, dann hat man irgendwie noch so einen Bezug dazu. Also ich habe fast alle gelesen, ich glaube den neuesten noch nicht, aber kann ich nur empfehlen. Ja, und das war es auch schon. Ich sitze hier auf dem Rastplatz auf der A48, um den Vlog anzumoderieren. Ich weiß gar nicht, wie laut das jetzt ist hier mit den Autos, aber wir sehen uns dann gleich, beziehungsweise jetzt gleich im Auto. Ich nehme euch und mache ein paar schöne Fahrtszenen. Sehen uns dann gleich in Hillesheim wieder. Macht's gut, bis gleich. Ciao. Und da sind wir auch schon in Hillesheim. Und ich werde jetzt mal ein bisschen durch die Stadt laufen oder das Städtchen. Ich kenne mich überhaupt nicht aus und werde ein paar schöne Eindrücke für euch einfangen. Bis gleich. So, im Hintergrund seht ihr das Krimi-Hotel. Da kann man so Krimi-Dinners machen, übernachten mit so, was weiß ich, so Rollenspielen. Soll ganz nice sein. Und hier in Hillesheim gibt es ja auch immer so eine Art Krimi-Festival einmal im Jahr. Und da wird zum Beispiel immer mal ein Tatort uraufgeführt im Kino oder da kommen dann auch ein paar Schauspieler. Ich glaube, da waren mal der WDR-Tatort, der Dietmar Bär und der Ball auf, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie der jetzt mit richtigen Namen heißt. Also Schenk und Ball auf sozusagen waren da. Und ja, dann gehe ich direkt mal ein bisschen weiter.
So, im Hintergrund ist die St. Martin-Kirche in Hillesheim. Ich schwenke mal hoch. Alles in allem ein sehr schöner Ortskern hier. Schön saniert und wirklich nett gemacht. So, jetzt versuche ich mal die alte Stadtmauer zu finden und dann sehen wir uns da gleich wieder. Jetzt walk ich hier auf der Stadtmauer. So, könnt ihr gucken hier. Einmal rumdrehen. Bisschen hier. So. Da oben habe ich den Gimbal stehen. Der nimmt mich auf, damit ich ein bisschen B-Roll habe. Und ja, die ist aus dem 13. Jahrhundert hier, die Stadtmauer. Also die erste Siedlung Hillesheim war, glaube ich, 500 nach Christus. Und die ist aus dem 13. Jahrhundert, die Stadtmauer. Und ja. Mal sehen, was ich dazu noch rausfinde. Bis gleich. So, Leute, Stadtmauerbesichtigung beendet. Ich habe mich ein bisschen hier auf eine Bank in den Schatten verzogen, weil es doch recht heiß und wenn ich nachher noch vier bis fünf Stunden Golf spielen muss in der Hitze, dann muss ich mich noch ein bisschen schonen, sonst wettert heute nichts mit einer guten Runde. Aber jetzt gehe ich, jetzt habe ich noch Zeit, wir haben 12 Uhr, ein Stündchen habe ich noch Zeit, jetzt gehe ich in das Krimi-Café und werde einen schönen Kaffee trinken und vielleicht noch ein Stück Kuchen essen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich erst nach dem Golf wieder auf der Rückfahrt mit hoffentlich ein paar schönen Sonnenuntergangsimpressionen aus der Eifel. Bis später. Ciao.
Leute, jetzt bin ich hier im Café Sherlock in Hillesheim und sitze sozusagen im Orient Express. Ja, da haben sie so eine Kabine vom Orient Express von Agatha Christie von dem Roman nachgebaut. Und hier gibt es jede Menge Ecken, wo man verschiedene Sparten von Krimis wiedererkennen kann. Alfred Hitchcock, Edgar Wallace, Sherlock Holmes. Und es gibt hier noch so viel mehr zu entdecken. Leider habe ich keine Zeit dafür. Ich gönne mir jetzt ein schönes Stück Kuchen, Cappuccino und Wasser. Und da muss ich natürlich gleich um 1 Uhr muss ich am Abschlag sein. Aber eins sage ich euch, hier komme ich auf jeden Fall mit meiner Frau nochmal hin. Und werden wir dann ganz gemütlich werden wir das mal hier erkunden. Und ein paar Impressionen filme ich euch aber gleich noch. Wir sehen uns dann gleich wieder auf dem Golfplatz oder danach. Haut rein, ciao.
Leute, kleiner Fail. Ich habe eben eine wunderbare Abmoderation in der Eifel gemacht mit einer super Aussicht. Und ich blende euch das mal da oder mal kurz ein. Wirklich eine tolle Aussicht. Und was habe ich gemacht? Ich hatte die Kamera noch auf 120 Frames pro Sekunde stehen und da wird kein Ton aufgenommen. Das heißt, ich kann das Ding auch nicht schneller drehen. Das heißt, ich muss jetzt hier zu Hause die Abmoderation von dem Vlog machen. Ja, hat Spaß gemacht heute in Hillesheim. Golf spielen war so mittelmäßig. Ich habe zumindest mal hier die Longest Drive gewonnen bei dem Turnier. Ja, 3 Titleist Pro V1X Bälle. Auch nicht so schlecht, da kostet einer 6 Euro von. Aber wie gesagt, mit der Kamera, das war echt der Fail, weil ich habe da richtig wunderschöne Abmoderation gemacht und habe am Ende des Tages mir richtig Mühe gegeben und gucke dann eben rein und denke, wo ist denn da der Ton geblieben? Aber ich habe doch Mikro drauf gehabt. Ja, Slow-Mo zeichnet bei der Canon EOS M50 keinen Ton auf. Wird mir auch hoffentlich nicht nochmal passieren. Aus Fehlern lernt man. Naja, dann will ich den Vlog jetzt auch hier beenden. Wenn euch das gefallen hat, kleiner Trip in die Eifel, kein Golf, sondern einfach nur ein bisschen Sightseeing. Und vor allen Dingen, was ich total geil fand, war dieses Sherlock Café da, Café Sherlock in Hillesheim. Da werde ich sicherlich nochmal hinfahren. Dann lasst doch ein Like da, ein Abo wäre prima, kommentiert kräftig, damit wir uns austauschen können. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Vlog wieder bei meinem Kanal Frank Vlogs. Macht's gut, haut rein und tschüss.